Dann dauert es ja meistens einen Moment. Ah, ich kann sehen. Okay, das ist die zweite Nuzlocke-Runde. Ich habe inzwischen ein bisschen ebenfalls trainiert. Auf Stufe 16. Ja, bei mir ist das auch so. Ich habe die Pokémon auch auf 16 gezogen, musste mich aber von dem Weberak Spinny verabschieden. Das hat es leider irgendwie zerrissen beim Training. Da war es aber so knapp Level 12 oder so. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht mehr existent. Sieht man ja auch auf dem Overlay. Ja, neu hinzugekommen dafür ist aber das Togepi. Ist bei mir auch geschlüpft. Ja, das hat den klangvollen Namen Jetlag erhalten. Feurig hat sich entwickelt mittlerweile, ist jetzt Eglegava. Ja, und Togepi ist halt geschlüpft. Das Einzige, was sich bei mir entwickelt hat, ist das Wolchilon, das ist jetzt ein Vati. Und ja, ich stehe eigentlich unten bei der Höhle und warte darauf, dass wir weitergehen können. Oh, Sterni, schön. Ah, ich höre gerade, geht gleich los, ich bin gleich wieder da. Dann pausieren wir mal eben kurz.
So gestärkt und zurück. Willkommen zurück. So, unten hat ja WLAN gefangen auf der unteren Route. Ja. Vor der Höhle, und da geht's jetzt rein. Ich stehe da schon vor, ich warte. Ich bin schon ganz heiß auf die Höhle. Ich möchte unbedingt einen Zubat. Ab der Höhle zählt der Counter wieder. Ja, in der Höhle. Denke ich noch. Ja, gut, 11 Pokébälle, das sollte reichen. Oh. Gute. Welche Bälle? Achso, es ist eine Balltasche. 9 Pokébälle und 2 Superbälle. Ist okay. Das reicht, um da durchzukommen. Na, dann laufen wir runter. Jetzt haben wir einen Tag- und Nachtwechsel. Bei mir ist jetzt Tag und bei ihm Nacht, weil er ja die Zeit falsch eingestellt hat. Ja. Dürfte er vielleicht auch interessanter machen. Ich bei der Zeit für einen Käse bekomme. Dieser Blick ist faszinierend. Ein Trainer stellt sich mir in den Weg. Ah, schön. Dann warte ich hier noch eine Stunde. Erwin! Ein Nidoran! Der hat mein Pokémon! Das ist mein Pokémon! Eins meiner beiden Lieblings-Pokémon. Also meine beiden Top-Favoriten, das ist Nidoran männlich, weil ich das wirklich finde, und Cherox, weil Cherox einfach der Oberhammer ist. Auf Wiedersehen, Tequila. Ja, töte mal Meerschwein. So fett war das gar nicht. Ich meine das Nidoran jetzt. Ach. Falscher Winkel. Egal. Der Teenager. Ein Teenager. Er hat auch ein Felino. Oh mein Gott. Los, WLAN, töte es! Slam trifft auch nicht gerade immer. Aber meistens. Ja. So, mit Level 20 sollte es sich entwickeln, laut Wikipedia. Du bist wahrscheinlich auch ja noch einer. Könnte ein Wanderer sein, könnte aber auch. Ne, vom Spider könnte es ein Wanderer sein. Ach so, ja. Der hat mir eine ultra schmackhafte Schmeckung. Ja. Unbezahlbaren Preis. Für eine schlappe Million Poké-Dollar ist in Ordnung.
Dann mach dich vom Acker! Als hätte man so einfach mal so am Anfang, so weiß ich, so wie ein Pokédollar in der Tasche. Gott, ich kann ihn fast schon in der Nähe des Tunnels spüren. Ja. Rein in den nächsten Trainer. Na, haha. Ein Vogelfänger. Das zweite bestimmt ein Habitat sein. Ja, meistens haben die halt Taubsi, Habitat und Hut dabei. Hut. Mila wird vollgespuckt. Er hat nur irgendwie Taubsies. Das war schon ein bisschen gefährlicher. Ach, Habitat sind nicht gefährlich. Die sind harmlos. Die tun nichts. Scheint, darf ich jetzt in den Tunnel rein? Juhu! Ich bin schon ganz gespannt an den Tunnel. Ja, yeah, Tunnel-Action! Und da ist auch schon mein erster Pokémon-Encounter. Lass mich raten, das ist ein Zubat. Hier ist ein Kleinstein, oh mein Gott! Das. Muss leider sterben, weil ich habe schon eins. Okay. Dann. Und Onyx auch schön. Vor allen Dingen selten. Leider nicht wild, sondern von einem Trainer. Ja, aber die gibt's hier drin auch, aber die sind sehr, sehr selten hier drin. Und schenkt mir ein Level ab. Vielen Dank. Schau mal an, der Onyx-Preis sieht bei mir auch anders aus. Dann halt Aquaknarre drauf. Nummer 1. Eine Ratte. Jim is back. Denke daran, Gift ist nicht gut zum Einfangen. So, wir laufen weiter. Und wir haben den zweiten Encounter. Es ist ein Sandern. Oh mein Gott, das ist ja auch toll. Das hätte ich gerne. Versuche es mal nicht zu töten. Oh, das war aber. Uiuiui, mit Volltreffer. Alter, huhuhu. Gut, dann. Haben wir jetzt unser erstes Ersatz-Pokémon offiziell? Weil es ist ein Sandan. Und. Mit dem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja, ist ja Regel. Ist gut, dass wir ihn noch haben. Ich nenne das jetzt Swissy, so.
Sissy rollt sich auch immer zusammen, wenn er Angst hat. So, ja, gut. Das ist unser erstes Ersatz-Pokémon. Dann gehen wir in den nächsten Trainer. Der Wanderer Burkhard wurde besiegt. Ja, der schickt ganz viele Kleinsteine da rein. Das freut Renekka, also das Kaniwani, und jetzt gibt's Dark Wagner drauf. Nummer 2 lässt noch nicht warten, denn da ist der nächste Trainer. Session Nummer 3. Das ist schon der dritte Trainer. Ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ich glaube, Wasser ist ganz gut gegen Gesteins-Pokémon. Was anderes habe ich gerade nicht. Noch ein Kleinstein. Das ist ja Wahnsinn, dass die immer so viele Kleinsteine dabei haben. Das ist wie mit Anglern. Die haben immer Carpador dabei. Das ist so unglaublich reizend. Er schickt mir 2 Stinkeminen entgegen. Na dann laufen wir weiter. Erstmal von einem Radfratz attackiert werden. Level 4, das ist schon sehr, sehr hart. Die Smoggons sind nicht mehr. Jetzt kommt Nummer 2. Was ist wie ein Ratter? Ja, das ist eine Botschaft. Jetzt ist es aber ein Weibchen. Was auch immer jetzt kommt, muss ich fangen. Tja. Guck mal, was das wird. Siehst du, dass du es nicht umnietest? Na, klasse. Yeah, noch ein Stein für dich. Ich hatte Glück mit meinem Sandern. Na klar, das dritte Pokémon, was ich bei mir... Nee, das wäre ja schon das vierte. Das wäre ein Onix gewesen, aber ist egal. Nieten wir es um. Oh mein Gott. Das Kanimani möchte kein Kanimani mehr sein, es entwickelt sich. Renekka wird jetzt zum Dyrakok. Dyrakok! Ein Superball. Superbälle finde ich toll. Mann, ich darf mich ja richtig weit bewegen in dieser Höhle. So 0,2 cm. Haha. Immer vor den Items. Schon wieder ein Onix. Mein Gott.
Na, haderst du gerade mit dem Namen, oder? Einfach Sam. Natürlich muss jetzt ein Onyx kommen. Da steht noch ein Trainer, den ich mir mitnehmen will. Ein Pokémaniac. Satoru. Ed Fleckmon. Jetzt kommt die ganze Onyx, als es dann war. Damit haben wir den Pokémaniac Satoru fertig. Wir könnten jetzt noch eine Etage tiefer gehen und da versuchen, noch im Einheitszimmer ein Pokémon zu holen. Ich möchte gerne mit vollem Leben da rein. So schlecht geht's meinem Pokémon nicht. Also ich glaube, das Kanemani von mir hat 3 KP Schaden, der Rest ist noch sehr gut am Leben. Ja, sicher ist sicher. Dann gehen wir jetzt eine Etage tiefer. Wechseln aber vorher noch das Pokémon. Nehmen wir mal Xerax nach vorne. Kein Stein. Und gucken, was wir da unten für Pokémon holen. Das ist ja Ebene 1. Also ich hätte gern noch ein Pokémon. Kleinstein ist das erste. Das brauche ich aber nicht. Eigentlich hätte ich super gern einen Zubat, aber das will irgendwie bei mir partout nicht erscheinen. Ich habe eine TM gefunden. Ja, klasse. Was genau gerade durch bei mir erschienen ist. Der zweite Encounter auf 101. Etage ist ein Sandbahn. Das haben wir auch gerade gefangen. Das brauche ich also schon wieder nicht. Das heißt, der dritte Encounter muss mitgenommen werden. Vorher sammeln wir aber noch die X-Abwehr ein. Und beten, dass wir jetzt endlich ein Pokémon kriegen, das wir gebrauchen können. Und das ich nicht doppelt habe. Das ist ein Onyx. Dann versuchen wir das Onyx zu fangen. Versuchen wir es mal nicht mit Intensität, das würde das Onyx wahrscheinlich umbringen. Die Attacke ging daneben. Sehr toll, Xerax, sehr toll. So, jetzt nur noch auf die Trainer. Der Rest ist AP-Verschwendung. Okay. Dann tackeln wir das jetzt noch einmal. Und wenn es jetzt stirbt, habe ich Pech gehabt. Dann habe ich in der Ebene keins gekriegt. Was ich aber nicht glaube, weil Tackle macht nie so viel Schaden gegen Gesteins-Pokémon. So, noch ein Tackle. Sehr schön, ist auf Rot. Und jetzt versuchen wir uns hier das Onyx zu snacken. Das nicht drin bleibt. Ich möchte jetzt auch nicht ganz meine ganze Bälle daran verschwenden. Versuchen wir so einen Superball. Okay, das heißt, jetzt darf ich erst wieder fangen, wenn das sechste Pokémon besiegt ist, oder? Nee. So, das zweite Ersatz-Pokémon zieht ein. Ein Onyx. Darfst weiterhin Pokémon fangen, da ja besiegte Pokémon freigelassen werden.
Ach so, das heißt, alles, okay, was sich in der Box befindet, sind Ersatz-Pokémon. Onix, benennen wir denn mal nach... Oh, wie nennen wir denn das Onix? Das ist ein Männchen und, wir nennen das mal... Walle. So, damit habe ich hier die Pokémon-Encounter und kann theoretisch weitergehen, um aus diesem Höllenloch zu entkommen. Oder auch nicht. Schon wieder ein kleiner Stein. Ich habe es ja anscheinend mit Gesteins-Pokémon, die liegen mir ja gut. Ich möchte aber keine weiteren Pokémon hier gerade. Das ist noch ein Item. Ein Aufwecker. Und die X-Abwehr. Und da ist unser letzter Trainer. Komm her. Ein Vulpix. Ja, das dürfte das Gesteins-Pokémon ja wahnsinnig gar nicht interessieren. Ne, das... Ja. Entrusted das wahrscheinlich nicht. Intensität. TM39. Das hat das Vulpix umgenietet. Das war's mit dem Feuerspucker Ude. Und wir laufen weiter. Und wir sind aus dem Tunnel raus. Das heißt, es ist jetzt Route 33. Es ist eine weitere neue Route. Und ich hoffe hier sehr, 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 sehr stark auf ein Habitat oder ein Zubat oder irgendwas, was fliegt. Eine Ratte. Nee, möchte ich nicht. Ich hätte gern Vogel-Pokémon. Intensität. Ja, das Zubat lässt mich gerade nicht in Ruhe. Bleiben noch zwei. Komm schon, irgendein Pokémon, das ich nicht hab. Ein Habitak. Das wäre nice. Was Fliegendes. Töte es bitte nicht, Serax. Das hat sich aber erledigt. Okay, tschüss, Habitak. Ich brauche ein anderes Pokémon vorne. Das ist, Das ist alles tödlich. Hier versuchen wir es mit Jetlag. Snipe mal, wo ist jetzt der Ausgang? Ich glaube, da war im Süden der Ausgang. Ja. So, dann das letzte Pokémon hier. Ist mir jetzt auch egal, was es ist. Kann ja es ja eh nicht mehr ändern. Ist ein Hoppspross, auch nicht schlecht. Das ist ein Pflanzen-Pokémon. So, Jetlag. Bitte nicht umnieten, ja? Hat keine Wirkung. Aha, dann muss ich, Metronom habe ich Angst, dann könnte es irgendeine Attacke nehmen, die super effektiv ist und dann sehe ich das Ding nie wieder. Das sind alles so starke Attacken. Da versuchen wir es mal zu holen. Ja. Das ist der Vorsprung mit dem Vulpix. Hoppspross benutzt Platscher. Oh mein Gott, nichts geschieht. Auch ein niedlicher Sprite. Schlecken wir es mal ab. Schlecker war gut. Schlecker hat es paralysiert. Oh mein Gott, ich liebe das Gengar, das Nebulak. Das ist so ein tolles Pokémon. Synthese. Toll. Tschüss, Vulpix. Schleck. Hoppspross setzt Platscher ein. Es ist so eine nutzlose Attacke. Okay. Okay, auch ich habe jetzt die Route 33 erreicht. Toll, wir haben einen Hochspross gefangen. Juhu.
Wir nennen es mit P, wir nennen es Plume. Plume. Weil es ist ja eine Plume, ein Löwenzahn. Und Counter Nummer 1. Ist schon wieder ein Ratschwatz. Tja, du bist der König der Ratten, was soll ich sagen? Schade, dass ich das Habitat nicht gekriegt habe. Das wäre in der Arena jetzt wirklich hilfreich gewesen. Wirklich, wirklich hilfreich. Na gut, kämpfen wir mit Jetlag gegen den Wanderer. Das ist das einzige Grasstück, was es auf der Route gibt. Na gut, da ist schon... Okay, ja. Ein sehr kurzes Stück. Oh, natürlich. Ah, der hat kleinen Stein. In dem Moment musste ich umdrehen. Du schickst aber wahrscheinlich wieder mal... Jetlag kann, Gott sei Dank... Oh Gott, bitte tu mir nicht weh. Lebensschelle. Und das ist effektiv gegen Gesteins-Pokémon, weil es eine Totenattacke ist. Das rockt. Weiter nochmal ran, Belan. Oh mein Gott, das war ein Volltreffer. Oh Gott, der tötet mir mein Jetlag. Hör auf, mein Jetlag zu tackeln. Du doofes Kleinstein. Mann, war das ein harter Kampf. Macholo, ja, ich würde das Pokémon gerne wechseln. Wir wechseln auf Soul. Soul macht das. Fußkick doch zu heikel. So, okay. Und Mama ruft an. Nützliches Item, die Item im Geld gekauft, bla 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 bla, Klick. Wahrscheinlich lieber eine Pokémon-Puppe. Zu den Fleckbonbonen kommen wir noch, jetzt gehen wir erstmal ins Pokémon-Center. Ratte. Oder garantiert eine Ratte. Mal drei. Dann sprechen wir eine Runde mit Kurt, obwohl er war noch ein Bärenbaum draußen. Oh, es wird keine Ratte. Nee, es wird ein Retter. Cool. Also ich meine, wenn du es nicht umbietest, ne? Ist klar. So. Hallo Kurt. Ja, das Team Rocket und der Flagmonbrunnen. Flagmonbrunnen gibt's auch Pokémon. Sage und schreibe zwei Stück. Höchstwahrscheinlich Flagmon und... Das Pokémon, das immer in Höhlen zu finden ist. Zubat. Richtig. Ganz viele Zubatzer. Also wenn du dann Fleckmon siehst, bist du schon glücklich dabei. So. Wir gehen erstmal in den Pokémon-Markt. Ich habe da so ein paar nutzlose Sachen gefunden, die ich ihm in den Hals setzen kann. Ja, die Bitterbeere kannst du haben, will ich nicht. Die Antiparbeere will ich auch nicht. Ich will eigentlich überhaupt keine Beeren haben. X-Angriff,
den Ewigstein braucht man eigentlich auch nicht unbedingt. X-Abwehr brauche ich auch nicht. Die Gegengift wäre nein. Die Afrikoko heben wir auf. Wir haben Sternschauer gefunden in der Höhle. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Weil das eine Attacke ist, die immer trifft. Ja, wir kaufen nochmal 10 Pokébälle dazu. Und das war's auch schon. Dann sind wir so quasi pleite. So, ich möchte eigentlich gar nicht in den... Du kriegst den Metal Gear. Oh, jetzt machst du... Jetzt machst du aber... Schleichwerbung für andere Spiele, das ist ja... ich möchte nicht in den Fleckmon-Brunnen, da sind Rocket-Leute drin. ja, ist aber jetzt nicht so schlimm, glaube ich. Ich werde dafür wahrscheinlich auch das Vati benutzen. Weil Rocket Fuzzis haben ja immer Zubats. So. Rein in den Brunnen. Ja, Kurt hat sich den Rücken verstaucht, weil er runtergekracht ist. Der alte Mann, der. Jetzt muss das Kind die Fleckmon retten. Tu es für mich. Ja, ich tu es für dich und für mich. Ich suche nämlich Fleckmon. Ja gut, Donnerstock hat wohl die Ratte gegrillt. Sehr schön. Blackmond. Gott. Das war der erste Rocket Fuzzi, jetzt kommt der zweite Rocket Fuzzi. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Lol. Ja, er ist unfähig, eine Leiter zu benutzen. Ich mache mir ernsthaft Sorgen, wie ich durch die Arena kommen soll. Ich habe weder ein Feuer noch ein Vogel-Pokémon. Momentan mehr sagen, wie ich Bianca schlagen soll. Bianca ist ja noch im Moment in weiter Ferne. Gott sei Dank, ja. Ja, das dürftest du mir was alleine kriegen. Ein Supertrank, das ist aber schön. Weiter geht's. Der nächste Robo Fuzzi. Vorschlag und das war's. Der Rocket Rubel möchte kämpfen. Der Rocket Rubel kriegt jetzt auf die Nase. Weil er den Fleckmon die Route abgeschnitten hat. Nebenbei wirkt der Encounter eigentlich mal. Bei mir gar nicht. Ich habe bis jetzt gar nichts gesehen. Sofern ich mal dazu komme. Wir donnerschocken einfach weiter die Ratten und sowas.
Hast du keine Chatbox aktiv eigentlich? Niau, 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 niau. Die Fresse, ja. So, jetzt fehlt noch der letzte Rocket Pussy, komm. Keine Gnade für mich, keine Gnade für Rockets. Ein Smugon. Level 14. Der hat Donnerschock drauf. Eigentlich müsste sich dadurch den Funken ja quasi das Gas entzünden und das Smogon müsste brennen, aber ist okay. Giftwolke, das ist nicht toll. Lass den Quatsch. Mein Vati ist vergiftet. Dann hoffe ich mal, dass ich noch ein Gegengift bei habe oder es schnell genug ins Pokémon Center schaffe. Level 18 für das Vati. Es erlernt Donnerwelle. Ja, ihr sorgt für Unruhe, ich hau euch auf die Nase, das ist perfekt. So muss das. Ach Gott, Kot nimmt uns ja mal raus, dann schaffe ich es doch ins Pokémon Center, bevor das Vati am Gift stirbt. Dün, 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 dün. Ach, die Musik. So schön. So, also jetzt wieder in den Brunnen, weil wir haben ja kein Pokémon gefangen. Einer. Was kommt ihr Fleckmons? Ich hätte gern irgendein wildes Pokémon, komm schon. Encounter Nummer 1 ist ein Fleckmon. Ja, doch, Encounter Nummer 1. Das ist ja schön für dich. Ich finde hier gar nichts. Ich renne hier gerade auf und ab und es kommt gar nichts. Aha, klar, ich muss in die ganz hinterste Ecke laufen, bis da überhaupt mal ein Pokémon erscheint. Das ist Zubat. Das wird aber leider gegrillt. Gut, zwei Versuche noch von Fleckmon. Komm schon, ich möchte gern Fleckmon. So ein süßes Fleckmon. Zweites. Komm schon. Ne, ist auch ein Zubat. Ich will kein Zubat fangen. Zubat ist doof. Tackle besiegt es aber auch, also muss ich mir was anderes einfallen lassen. Das ist riskant, aber nutzt mal Metronom. Okay. Ich habe schon letzte Encounter. Oder ich probiere mal eins der schwächeren Pokémon und gucke, dass ich dann ein doppeltes Zubat noch gefangen kriege. Wir wechseln kurz das Pokémon. Wir legen kurz Jetlag weg. Und wir nehmen Swissy mit. Ich hoffe, Swissy kann auch irgendeine Attacke. Muss ich mal nachgucken. Ich glaube, der kann Kratzer oder so. Irgendwas lahmet. Kratzer, sag ich doch.
müsste lahm genug sein, um sich so weit zu fangen. So, komm schon. Letzter Encounter, komm. Ich hätte gern irgendwas Cooles. So ein Blackmon halt. Ich nehme auch Zubats. Ist mir auch gerade egal. Irgendein Pokémon. Da ist der Dring Hounder. Geht doch. Und es ist ein Zubat. Na gut, dann lebe ich halt mit Zubat. Ist auch in Ordnung. Los, Swissy. Wir kratzen jetzt dem Zubat die nicht vorhandenen Augen aus. Könnte ein etwas längeres Duell werden. Glückwunsch zu deinem Fleckmon. Danke. Ja, das Zubat saugt Blut raus, heilt sich ein bisschen, Swissy kratzt. Ich hab ein I vergessen bei Swissy, das heißt es ist Swissy. Töte es bitte nicht, Swissy, töte es bitte nicht. Sehr schön. So, und jetzt schmeißen wir einen Pokéball drauf, beten, dass es drin bleibt und hauen wir da ab hier. Bubblegum mit 2B. Bubblegum, ja, Buble. Du nennst es Kaugummi. Ja, weil es halt pink ist. So, wir haben ein Zubat gefangen. Ist das nicht wunderschön? Wie nennen wir das denn gern? Ist ein Weibchen. Hotel Bernie nochmal vorzubereiten. Dann nennen wir das Ding jetzt Battlefly, so fertig. Schön, wunderbarer Name. Und dann können wir jetzt aus diesem Brunnen raus. In dem sich kein Fleckmon zeigen wollte. Okay, wir sehen den nächsten Rüppel. Ich glaube, in Kristall tauchten die Jesse und James auf unterwegs. Bin ich mir nicht sicher. Oh, wir legen Sis ab und holen uns Jetlag zurück. Dann gehen wir jetzt eine Runde mit Kurt reden. Ein Köderball bekommen wir. Ich nehme die weiße Aprikoko und mache mir einen Ball draus. So. Dann steht jetzt die Arena an. Wobei ich echt keine Ahnung habe, wie ich da großartig durchkommen soll. Beten wahrscheinlich. So.
Das sollte bis zum Pokémon Center reichen. Okay, er spawnt mich direkt raus. Ja. Gibt mir den Kühlerball. Nächster Trainer in der Arena. Die Vergiftung ist weg, das heißt, er hat zugleich auch... Ja, alle geheilt. Dann gehe ich da auch gleich rein. Schnappen wir uns den nächsten Trainer. Interessant, das Webark ist eine lila eine Färbung bei mir oder so. Ja, bei mir auch, aber das ist halt noch nicht richtig. Eigentlich ist es ein grünes Pokémon. Ein Raupi. Das ist die große Stunde von Knirps, Knirps, Hyperzahn, einfach alles weg. So, noch ein Trainer, komm. Alles EXP, brauche ich, her damit. Giftpuder hat keine Wirkung. Oh mein Gott, danke Knirps. Sparas. Ja, den habe ich gerade besiegt. Jetzt fehlt noch der Arenaleiter, aber einmal ins Pokémon Center. Und laufen. Ich habe Angst vor dem Arenaleiter. Ich habe immer ausnahmsweise kein Pokémon mit Typvorteil. Das beunruhigt mich. Tja, mal gucken, wie viele dran glauben müssen. Los, Kai, auf geht's. Pokémon, Safcon, Level 14. Das ist nicht so wichtig. Wir ändern mal die Anordnung der Attacken von Knirps. Safcon ist jetzt keine große Herausforderung. Das kann ja nichts außer Härtner.
Kokuna. Das ist auch eigentlich nur nutzlos. Auch Level 14. Attacke ging leider daneben. Wir gehen mal gleich zu Kai weiter. Sollte jetzt noch reichen. In der restlichen Blutattacken. Knirps ist vergiftet. Jetzt kommt sein Sichlor. Safcon war schon mal One-Hit. Er wird es heilen. Aber wir nehmen Ruckzuckhieb. Das ist Knirps Ende. Ah Gott, ganz knapp. Uiuiuiui. Und 20 Schlor. Aber es ist noch vergiftet. Ja, alle Pokémon bis Level 30 gehorchen mir nun und ich darf Zerschneider einsetzen. Ja, die Zornklinge wirkt da nicht viel. Und das war's. Und jetzt bete ich, dass ich ein Gegengift dabei habe. Oder. Ja, wir haben ein Gegengift dabei. Bitteschön. Extra für dich Knirps, damit du überlebst. Auch Silberblick raus und. Machst du Zuckhieb rein. Eigentlich wäre die Zornklinge. Weiß gar nicht, ob Bibo die lernen kann. Muss mal versuchen. Das ist nämlich ganz gut zu einem Insekten-Pokémon. Wir speichern mal. Einen Sternschirm habe ich auch noch frei. Mit dem warte ich mal noch. Ja, Smethers kann Zornklinge erlernen. Ja, jetzt müssen wir in den Steineichenwald. Du vergisst dafür aber den Härtner. Vorher erwartet uns noch unser Rivale. Ah, ja, stimmt, der wartet ja auch noch gleich. Ja! Und da ist er auch schon. Ja, ich hab. Ich. Mal Pokebälle nachfüllen. Stück, das sollte genügen. Ah, ich habe seinen Nebulak paralysiert. Und noch ein paar Tränke mit. Auch 6 Stück. Ich möchte das Pokémon wechseln. Wir wechseln auf Xerax.
damit es nämlich einen Steinwurf abkriegt. Das Zubat beißt. In den Stein. Das muss wehtun. Ja, allerdings. So, jetzt kommt er mit Lorblatt. Und gegen Lorblatt. Schmeiß ich. Knirps. Los, Knirps. Und auch auf mich wartet der Rivale. Block ist schon mal ausgeschaltet, dank Intensität 7. Dyrakrok, was machen wir da denn am besten? Das war ein sehr erfolgreicher Fight und die Mutti ruft an. Mutti hat beim Einkaufen wieder mal was Tolles gefunden und gibt mein mühsam gespartes Taschengeld aus. Bevor es jetzt weitergeht, einmal kurz Pause, ich tausche das Bild aus. So, wird die Rockock auch ausgeschaltet. Wiffers hat es noch überlebt. Wir beenden das mit Bernie gegen seinen Zubat. Habe ich denn da? Weil wir haben ja offiziell jetzt einen Tourkopf. Anderes hat sich ja noch nicht entwickelt. Was war's vom Rivale? Ja, als nächstes geht's dann eigentlich in den Steineichenwald und da gibt's ganz viele Käfer-Pokémon drin. Juhu. Auch bei mir. Du hast Nacht, ne? Ja. Ja, da gibt es Zubat, Mirapla. Paras. Das sind größtenteils Pflanzeninsekten. Blutzug, Enton, Huthut. Das sind so deine Pokémon, die du finden kannst. Da haben wir getradet, das ist in Ordnung. Und der zählt. Ja, der zählt ab jetzt. Ist ein Miraplan. Dann gehen wir jetzt auch in den Wald. Ich hab Tag, bei mir sind da so klangvolle Tiere drin wie Raupi, Saftkorn, Hornio, Kokuna. Und andere nutzlose Gestalten. Aber wir müssen jetzt erstmal das mit dem Präsenter spielen.
sehr recht guten Pflanzen-Pokémon zu haben, deswegen sage ich da nicht nein. Das ist das verschollene Pokémon. Kurrenta macht Quack und haut ab. Und das erste Pokémon, das ich sehe, ist ein Safron. Eigentlich gar nicht so schlecht. Aber... ich habe die ganz geringe Hoffnung, ein Taubsi zu sehen. Smetpo ein cooles Pokémon ist. Safron ist hier nämlich leider recht häufig. So. Wir müssen ja das Kurrenta fangen. Ich weiß die Map von dem Wald gar nicht so gut. Das zweite Pokémon ist ein Raupi. Ist okay. Dann habe ich noch einen Encounter in dem Wald. Was wird wohl auf einen Raupi oder Safron hinauslaufen? Kann ich aber mit leben. So, wir haben einen Belieber gefunden und laufen weiter durch den Wald. Kurrenta macht Quack. Kurrenta macht immer noch Quack. Und so weiter. Und da ist das letzte Pokémon und es ist... Spannung steigt. Oh nein, es ist ein Raupi. Wie habe ich das nur gewusst? Ist okay. Dann fangen wir uns jetzt das Level 6 Raupi. Oh, du bist Klaus das Mirapla. Klaus das Mirapla? Klaus das Mirapla. Wieso nennst du es denn Klaus? Mir fällt sonst nichts anderes ein. Das Raupi möchte nicht an dem Ball bleiben. Ich hasse dieses Raupi jetzt schon. Möchtest du lieber einen Superball? Oder einen Köderball? Ein Köderball ist ja für Pokémon an der Angel. Bringt ja nichts. Okay, los. Komm, da ist ein Superball. Weil du ein super krasses Raupi bist. So. Klar, es wollte im Superball drin bleiben. Ist okay. Dann haben wir ein Raupi. Raupi, Wurm. Ja. Jetzt machen wir mal was ganz Spannendes. Ich nenne das genauso, wie ich das früher, als ich klein war, genannt habe. Und zwar habe ich das nicht besonders gut lesen können und hab da immer Raupsi gesagt. Also Raub von Rauben heißt es Raupsi. Ja, Raupsi wurde übertragen. Das ist jetzt ein Ersatz-Pokémon und ich habe dir dein Porenta wiedergebracht. Ja, da rennt das Porenta. Ja, du darfst es jetzt nicht nochmal ansprechen, du musst von oben kommen. Fehler! So, VM01. Ist ja auch Schneider. Hab ich ja. Ein Safron. Safron, Safron, Safron.
Bei dir gibt's anscheinend nichts anderes als Miraplar, wie ich sehe. Ja. Sehr hilfreich. So. Aber auch gar nicht mal so schlecht. Ach, Himmel, Herrgott, schon wieder ein Raubi. Machst du gut, Sol. Ja. Oh, ein Paras ist mal dazwischen. Zäh für die Miraplasen fand's Käfer-Pokémon ist jetzt nicht so toll. So, jetzt haben wir uns noch die Holzkohle ab, die uns ja der Köhlerbengel gibt, wenn wir wieder in der Stadt sind. Die wir nicht brauchen, weil wir immer noch kein Feuer-Pokémon haben. In Ordnung. Ja, sein Porenta wieder. Dann müssen wir jetzt irgendeinem Pokémon den Zerschneider beibringen. Traurig, aber wahr. VMs sind immer toll. Das einzige Pokémon, das bei mir lernen kann, ist ausgerechnet mein Starter-Pokémon. Das ist doof. Weil es auch das einzige Pokémon sein wird, das Surfer erlernen wird und deswegen lernt es das nicht. Das heißt, wir holen uns jetzt eine VM-Gurke. Und wir beten, dass jetzt irgendeiner dafür Zerschneider lernen kann. Dafür lassen wir Jetlag zurück. Ich mag Torokibi sowieso nicht so besonders gerne. Ich glaube, dass Sandern das lernen kann. Ich glaube, Biborg kann ebenfalls das schneller lernen. Unfair. So, Zerschneider. Und Gott sei Dank kann das Sandern das lernen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt ein Swist, das Zerschneider kann. Ich halte aber noch mal raus aus dem Wald. Mal die Wilden mal lieber in Ruhe erstmal. Die AP brauche ich noch. Steiner Eichenwald ist jetzt nicht so gefährlich. Sicher ist sicher. So.
So, hinzugefügt ist der Orden, das gewechselte Pokémon. Geht's weiter an der Aufnahme. Und wir laufen in den Steineichenwald. Irres Mirapla. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, wie lange wir das heute machen wollen. Der nächste wäre Bianca quasi. Das Ziel war ja. Ich glaube, das Käferturnier war ja das. Das hier, ja, das kann man aber ohne Bianca besiegt zu haben machen, glaube ich. Okay. Man muss halt nur die Trainer auf dem Weg dahin besiegen. Soweit ich weiß, ist das recht nah. Muss noch durch den Wald durch. Über Dukatia City ist das selbst jetzt, ja. Jetzt muss ich aber erstmal so weit hochkommen. Wir wollen natürlich auch alles abgreifen, was es in dem Wald so gibt. Wäre vielleicht strategisch sinnvoll, die Trainer auf dem Weg zu erledigen. Um nochmal zu trainieren. Vor Bianca trainiere ich die Pokémon sowieso auf 27 oder 28 hoch. Ja. Das ist aber wieder so eine Offscreen-Sache, weil das Pokémon-Training will keiner sehen, glaube ich. Und möchte damit auch niemanden langweilen. Ich habe langsam echt genug von Raupis, so wirklich, du. Jetzt bist du schneller als ich unterwegs, weil ich bin immer noch im Wald. An den Boy kommen wir ja noch nicht ran. Schon wieder ein Raupi. Ich kann gar keine Raupis mehr sehen, du. Intensität könnte noch wichtig werden. Im Kampf gegen Bianca. Wirklich? Bei der Glück ist es eine 7. Das würde ganz guten Schaden machen. Wenn du Glück hast, ist es ein 9. Ja, dann schenken wir mal die TM-Kopfnuss. Sehr praktisch, danke. Manchmal fallen schlafende Pokémon herunter. Ja, wie das zum Beispiel gerade, das war eine 9. Das ist für Brocky nochmal gutes Training. Eigentlich könnte Brocky gegen Jens eine ganz gute Waffe werden. Wenn du kein Pokémon hast, das Psycho-Attacken, Geist- oder Unlicht-Attacken beherrscht, ist das richtig. Weil Stein wird, glaube ich, oder Intensität wird, glaube ich, ganz gut gegen Geister. Klar, kurz vorm Ausgang muss mir nochmal ein Raupi über den Weg springen oder so. Sag ich doch, das ist ein Raupi. Also mein großer Plan ist eigentlich, dass Miltank von Bianca irgendwie mit Paralyse zu versehen, die Werte so runterzuhauen, dass es gar nicht mehr trifft und es zu töten. So, das ist jetzt eine neue Route. Ja, das ist die Route 34. Das heißt, der Encounter wirkt jetzt wieder.
Ja, hier gibt es auch ein paar hübsche Pokémon im Gras. Nummer 1 ist... Aber in der Nacht sind es nur zwei. Das sind entweder... Abra. Traumato, Ditto oder Huthut. Oder wenn du von den anderen hast du halt noch Radfratz, Pummelhof, Abra dabei. Aber ich habe tagsüber Glück auf Taubsi. Ich hätte so gern ein Vogel-Pokémon, wirklich. Vogel-Pokémon sind meine Freunde. Ich ahne schon, wenn ich jetzt auf Tackle gehe, geht Abra auf Teleport und ist weg. Ja, das ist richtig. Ball draufschmeißen. Ja. Hilft nicht anders, ich muss es probieren. Ja, wie das drin bleibt. Und ich habe nur einen Pokéball dafür. Okay. Natürlich bleibt es nicht drin. Ja, war klar. Wir haben einen Radfratz-Encounter. Super, ganz toll. Brauche ich garantiert nicht. Nummer 2. Was ist dein Radfratz? Und Nummer 3. Das heißt, muss ich fangen. Oh! Traumato, ein Psycho-Pokémon. Okay, das entschädigt natürlich Abra. Das kann ich auch nicht wegporten. Zweiter Encounter bei mir. Ist auch ein Radfratz. Ich hasse mein Leben. Was aber bedeutet, dass ich theoretisch ein Radfratz, wenn ich dann noch ein drittes kriegen sollte, jetzt trainieren kann und das opfern kann in Biancas Fight. Das könnte für Bianca eine gute Waffe werden, wenn ich das in den Ball bekomme. Das kann nämlich Hypnose. Mhm. Danke. Dritter Encounter. Und bei meinem Pech, ja, es ist eine Ratte. Das heißt, wir dürfen eine Ratte opfern. Nee, nicht Houdini. It's a Magic Man. Du kannst Leute hypnotisieren. Ich würde dich gern Mad Hatter nennen. Oh mein Gott. Der verrückte Hutmacher. Ja, oh mein Gott, wir haben ein zweites Radfratz gefangen und wir nennen es Opfer, weil es genau das sein wird. Leute. Nee, kennen wir natürlich nicht so. Wir nennen es einfach mal hin und weg, weil... Oder komm, wir geben ihm einen richtig tollen Namen. Wir nennen es jetzt Frodo. Ist ja ein Männlein. Dann heißt es jetzt Frodo. Nehmen wir zwei T, sonst heißt es nämlich Matt Hater und... Ja, Matt Hater mit zwei T. Wir haben uns sehr erfolgreich auf dieser Route einen Radfratz gefangen. Und ich sehe schon, dass mein vierter Encounter ein Traumato gewesen wäre. Gut. Dann halt nicht. Er möchte kämpfen. Du schickst mir ein Snowball entgegen. Xerax der Tapfere.
auf in den Pokémon-Kampf. Ihre wird ja auch nichts mehr nutzen. So, okay, du machst mal eine Pause. Erstmal den Weg nach Nord frei. Oh, Steinwurf auf das Habitat, würde ich mal sagen. Du wurdest besiegt, das ist passiert. So, nächster Trainer. Wer auch besiegt, ist die Pension. Du bist ein Wachmann, wahrscheinlich hast du ein Fukano. Dürfte richtig sein. Die kämpfen auch nur nach. Und Klaus hat ein Fukano, ja. Auch schon mal besser aus. Ich setze mein anderes Pokémon nach vorne. Und zwar das Vati. Oh mein Gott, das war knapp. Entscheidung. Erstmal Donnerwelle drauf. Paralyse ist immer gut. Und dann schocken wir ordentlich das Mankey. Okay, ich habe die Stadt erreicht. Dicta ist nicht so gut. Dann halt das Kanimani Reneka.
Da ist auch noch eine Trainerin, die holen wir uns jetzt. Da muss ich die Aquaknarre benutzen. Nochmal WLAN trainieren. Für Bianca werde ich Offscreen Hypno trainieren. Traumatum. So, das war der letzte Trainer auf dieser Route. Ich las, die Shigikanne gibt es neben der Arena im Blumenladen. Ja, aber erst wenn du Bianca besiegt hast. Das heißt, bei Mogelbaum ist auf jeden Fall dann Stopp. Wird jetzt nach Osten gehen. Ja, oben sind ja noch Trainer. Kannst ja die Stadt ablaufen, ob du. Du musst ja das Radiomodul noch holen und. Team Rocket steht auch schon draußen vorm Radioturm. Das war der Camper und das sind wir in der City. Erstmal ins Pokémon Center. Wo ging's denn zum Käferturnier jetzt hin? Du musst nach oben aus der Stadt raus. Ist gar nicht so schwer. Aber ich will jetzt erstmal zum Radioturm. Und zwar, weil nämlich ich will mir mein Modul abholen. Was ist das hier für ein Gebäude? Die Spielhalle von Lucatia City, da wollen wir gerade nicht rein. Da ist der Radioturm. Und jetzt reden wir hier unten mit dem blauhaarigen etwas. Ah ne, ist die Glückszahlshow. Es geht um die Pokémon-IDs. Aber ich werde wahrscheinlich nichts wirklich haben. Ja, danke. Ich wusste, dass keiner meiner Ziffern übereinstimmt. Ich habe eine doofe Trainer-ID. So, die hier, die Dame in grün. 5 Fragen und dann kriege ich mein Radiomodul. Ich möchte am Quiz teilnehmen, ja. Man kann sich auf der Klackermann auf dem Pokémon-Modul die, also Pokémon die Karte angucken. Frage Nummer 2 ist Nidorina immer weiblich, das ist auch korrekt. Benötigt Code der Pokéball-Schmied Apricoco. Nee, ist falsch. Frage 4. Kann Carpador keine TM-Attacken lernen? Das ist korrekt. Das kann gar nichts lernen. Professor Eis Pokémon Talk ist eine beliebte Sendung. Ist Marianne die Co-Moderatorin? Nein, ist sie nicht. Die heißt anders. Gott, wie heißt die? Irgendwo war auch was mit Emma, aber kürzer. So, wir erhalten das Radiomodul.
Ja. Gut. Das ist ja das Kaufhaus. Lass mich doch mal ins Kaufhaus, dankeschön. Gucken, was er so verkauft. Tränke, das ist nicht so wichtig. Oh, okay, der Walzer ist schon mal nicht effektiv gegen Fylino. Schon mal gut zu wissen. Okay, dann gehen wir in eine andere Etage. Ich glaube, ich kann irgendwo auch TMs kaufen. Ihm hier, was verkauft er? Kampf-Items, die ich noch nie benutzt habe in irgendeinem Pokémon-Spiel. Nee, ich habe noch nie sowas wie X-Angriff oder so benutzt. Noch nie. Der verkauft Protein und Aufwertungssachen für die Stats. Das brauche ich auch nicht. Der verkauft TMs. Das ist... Für 3000 ist das Donnerschlag. Da hätten wir Feuerschlag und... Eishieb. Wir holen mal Eishieb. Und gucken, ob wir jetzt noch irgendwas für 600 Poké-Dollar verkauft bekommen. Hier willst du einen Ewigstein kaufen? Braucht den ja nicht. Die Holzkohle will ich eigentlich nicht verkaufen. Das Fluchtseil. Und dann verkaufen wir zwei Paraheiler. Sehr schön. Dann kann ich mir jetzt auch noch Feuerschlag holen. Und den Donnerschlag holen wir uns später. Gucken, welchen Pokémon wir die Attacken beibringen können. Eishieb. Nehmen wir Eishieb, könnte das Kanimani lernen. Das ist gut. Das kann ich auch gebrauchen. Wir verlernen dafür Silberblick. Dann Feuerschlag. Das könnte das Ampharos lernen oder das Gesteins-Pokémon. Warum es das Gesteins-Pokémon lernen sollte, wüsste ich nicht. Also lernt es das Elektro-Pokémon. So, WLAN kann jetzt Eishieb. Welche Attacke soll vergessen werden? Heuler. Das gelernt, das ist sehr schön. Die anderen Attacken brauchen wir gerade nicht. Also können wir jetzt wieder raus oder hoch. Wir gehen mal noch hoch. Ja, ich möchte mir keine Getränke kaufen. Wir gehen jetzt erstmal hier in den Fahrstuhl. Wir wollen ins Untergeschoss. Dünn, dünn. Und gucken, ob wir hier Items schon bekommen. Ich glaube noch nicht. Erst nachdem wir später die Rockets besiegt haben. Dann schieben nämlich hier die Leute die Sachen durch die Gegend und dann kann man sich Items holen. Dann gehen wir ins Erdgeschoss. So. So, wir haben das Radiomodul geholt. Wir haben das TMs gekauft und das dem Pokémon beigebracht. Und jetzt gucken wir, was wir hier noch so Schönes finden. Bisschen dick die Pikachus vom Sprite her.
Hier hätten wir noch den Untergrundeingang. Ich glaube, da sind auch Trainer drin. Ne? Oh ja, hier sind Trainer drin. Das ist gut. Komm. Noch ein Diktar. Nächster Trainer. Zubat, okay. Das ist das erste Pokémon auf 20. Dann wechseln wir mal das vordere Pokémon. Das wird nicht viel bringen. Da ist das schon besser. Also die Kräutermedizin ist ja bitter, das mögen Pokémon nicht, geht die Freundschaft runter. Was ist er hier? Pokémon Salon. Nee, danke, ich brauche mein Geld gerade. Willst du kämpfen? Ja. Ab, schon mal Level 20. Ein Magnetilo. Er hat viele Elektro-Pokémon, okay. Er benutzt Voltobälle. Das ja, Level immer mehr steigt. Das war Rolf, den haben wir besiegt. Jetzt gehen wir zum letzten Trainer hier unten im Untergrund. Noch ein Volteball. Im Fleckmon. Knirps ist auch Level 20.
Energiefokus lernst du ganz bestimmt nicht. Oh, das war ein nicer 5 Treffer. Noch ein Fleckmon. Wir wechseln das Pokémon auf Soul. Es wird Zeit, dass es immer irgendwann mal wieder was Neues lernt. Und dann müssen wir in der Stadt noch das Fahrrad besorgen. Und dann sind wir fertig und können nach oben. Du hast natürlich wieder ein Fukano. Wie die anderen Nachtwachen. Das Fleckborn wehrt sich sehr erbittert. Meine Güte. Ach, schon wieder Brüller. Knirps entwickelt sich. Das heißt, wir haben jetzt eine fette Ratte. Ein Radikal, ja. Du lernst auch nicht Grimasse. Grimasse ist auch eine doofe Attacke. So. Dann wechseln wir das vordere Pokémon. Gehen erstmal hier raus. Jetzt müssen wir nur noch unser Fahrrad abholen. Das ist der Namenbewerter, aber ich laufe ständig an diesem Namenbewerter in jedem Spiel. Auch ein nutzloser NPC. Das ist die Arena. Knockout für den letzten Wärter. So. Das war hier irgendwo hinten der Fahrradladen. Da unten. Oder? Weiter unten. Und das hier ist der Fahrradladen. So, mit Route 35, da ist der Encounter, das ist gleich wieder aktiv. Du hast die Sachen in der Stadt ja noch nicht mal gemacht. Ich würde Werbung machen, gib mir einfach ein Fahrrad und ich fahre. Dankeschön. Wir haben jetzt offiziell ein Fahrrad. Wir gehören jetzt zu den coolen Kids mit Fahrrad. So. Untergrund ist abgehakt. Wir haben das Fahrrad geholt. Wir waren im Pokémon Kaufhaus und ich hab den Untergrund durchgekämpft. Also kommt jetzt die obere Route. Können wir mal alle aus dem Weg gehen. So. Auf die Route mit dem Brüll. Ich glaube, Glut interessiert einen Stein nicht so wirklich, aber ist okay. Aber es brennt. Ich krieg ja ein zu viel. Xerax brennt. Ich hab einen brennenden Steinklumpen. Ja,
Das heißt, wir laufen jetzt sofort wieder nach unten ins Pokémon Center, weil ich möchte kein verbranntes Pokémon. Ach, herrje. Ja. Ach ja. Nein. Das ist Radiomodul. Dann der... Ach ja, das Fahrrad, genau. Das? Ja, das ist der Radlan. Da mein Fahrrad. Dann musst du dich ja nur durch den Untergrund kämpfen. Mal durch den Untergrund. Das war das Leben von Soul. Wir verabschieden uns mit Sang und Klang von meinem Nebulak. Das geht in die ewigen Jagdgründe. Hat also Soul erwischt. Ja. Das Meryl hat zu Tode gewalzert. Und wie es aussieht, wird es auch alle anderen Pokémon von mir töten. Ach, ja. Ja. Da ist auch mein Starter-Pokémon tot. Sehr schön. Ja. Das wird sehr nice. War der erste aus dem Untergrund?
Ja. Walzer hat scheinbar reingehauen. Ja. Wie viele hat's denn erwischt mittlerweile? Bei mir 3. Insgesamt. Was ist Meryl denn besiegt inzwischen? Ja. Leider mit hohen Opferzahlen. Ja, 2 Pokémon sind dran gestorben. Tja. Die anderen Pokémon muss ich erst trainieren. Puh. Das heißt, hier sind die Optionen quasi ausgegangen. Da du erst für die Nordroute trainieren musst. Nee, ich habe noch. Also 3 von den besseren Pokémon habe ich, aber. Ist gerade ein harter Rückschlag, vor allen Dingen ohne den Starter. Dadurch habe ich fast kein Pokémon mehr, das einen großen Typenvorteil bringen würde. Das ist verständlich. Ja, ist halt so. Muss ich sehen, was ich machen kann. Bis zum Käferturnier ist noch ein ganz schönes Stückchen, denke ich mal. Also ab diesem Merrill. Ich habe jetzt noch, glaube, 2 oder 3 Trainer danach. Ein Schlurp. So riskant. Nadel. Ja, hier sind noch 2 Trainer und dann bin ich theoretisch in dem Gebiet von dem Turnier. Ich weiß nicht, Duronadel durch Giftstachel ersetzen, nur lasse ich Giftstachel drin. Giftstachel ist nicht so gut. Dann kannst du jetzt Duronadel.
ist eine Attacke, die trifft zweimal auf jeden Fall. Bei mir war es bisher Jim, aber das war meine eigene Schuld. Weil ich das Gegengift vergessen habe. Der letzte Trainer hier unten. Du hast einen Schleim. Sollen wir einen Icy testen? Wird später gegen die Drachen-Pokémon recht effektiv sein. Bei Norbert wird mir mein Starter recht effektiv sein, weil Feuer-Pokémon. Aber was mache ich bei Hartwig? Wobei erstmal. Ich denke, ich mit Bianca im Vordergrund. Und WLAN entwickelt sich. Bin ein Morlord. Das ist gut. Morlord Sprite. Okay, damit wäre der Tunnel abgeschlossen. Ich muss jetzt nochmal heilen. Wir gehen ein Stückchen nach Norden. Das ist Route 35. Hier gibt es Nidoran im Gras. Nidoran wäre sehr geil. Doch bevor ich am Wächter vorbeigehe,
ist ja neue Route und das Grasstück ist auch schon erreichbar. Ein Traumato. Das wäre das zwar ganz oben. Gut, aber will ich nicht. Ich das wieder ganz oben. Ich möchte okay. Kein Traumato, ich möchte einen Nidoran haben. Oh Mann, ey. Nummer 1. Komm schon. Ach. Ein männliches Nidoran. Geht doch. Erstmal Paralyse draufhauen. Und wenn der nächste Tackle jetzt kein Volltreffer ist, dann kann ich's fangen. Das ist nur Slam, bitte bring's nicht um. Natürlich bringst du's um. Das war zu viel. Gut, dann kein Nidoran. Ippi! Zweites. Okay, ein doch, Nidoran. Ich krieg eine zweite Chance. Tja, dann benenne ich es nach meinem Meerschwein. Und zwar die Kurzform. Tiki! Cool. Na, immerhin eine Sache, die sich gelohnt hat. Ja, jetzt steht noch das Turnier an. Und dann ist eigentlich Ende für heute. Ich würde auch ganz gern Tiki mitnehmen. Dafür lassen wir einfach mal das Zubat gerade da. Okay, du stirbst mir nicht weg. Ich möchte nämlich auch einen Nidoran. Und es hat natürlich funktioniert. Wir speichern mal eben. Dann muss ich gerade mal auf Pause gehen und die Pokémon leider austauschen, weil ich habe ja nicht mehr alle Pokémon. Du hast recht viele Stacheln. Ich nenne dich, glaube ich, Spike. Das ist ein Meerschweinchen. Also wenn ich noch mal ein Meerschweinchen bekomme, ein Männchen nach Tiki, dann heißt das, dann wird's eine Banana. Dann heißt es Banana. Banane! So, aber ich muss erstmal Pokémon austauschen, weil bei mir ist ja sehr viel passiert. Bei mir ist das Meryl passiert. Tödliches kleines Mistvieh. Also, einmal ein Raupi haben wir jetzt dabei. Wir haben das Vati dabei. Wir haben jetzt ein Radikal. Wir haben einen Sandern dabei, das habe ich schon mit drinne. Xerax ist dabei. Dann brauche ich noch das Nidoran.
Da kann ich aber auch gleich schon das zweite raussuchen, weil das wird sich wahrscheinlich bald entwickeln. Das ist das falsche Nidoran, ich brauche das männliche. Ich habe kein Weibchen gefangen. Da, Nidoran. Männliches Nidoran. Sehr männlich. Wie lange taucht es mit Bernie aus? Gucken wir schon mal nach Nidorino. So. An das super krass tolle Raupi-Bild. Wobei ich das auch schon austauschen kann im Grunde gegen Smetbo später. Ja. Und das Radikal. Ja, da hat sich mein Starter verabschiedet. Traurig. Ja. Da drüben war noch ein Trainer an der Ecke. Fernen. Jetzt ist mega krass, super krass starke Raupi dabei. Es brennt ebenfalls. Wir haben jetzt das Nidoran dabei. Bin ich aber auch froh, dass ich es erwischt habe. Oh. Das ist der letzte Trainer auf der Route. Ich muss die beiden Trainer noch besiegen. Was hat denn der oben bei? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet bei dir. Das war ein Käfersammler. Hat er nämlich ja. Ein Blutzug hat er dabei gehabt. Also mal gucken, was Tiki kann. Und er hat auf jeden Fall ein Taboga hier unten. Es kann. Hornattacke, Doppelkick bereits und Tackle, okay. Dann geht's ja gut so. Pokémon haben sich geändert. Und Mama ruft wieder an. Wir gehen jetzt gleich auf die Tür. Ja, ist alles eingekauft, bla bla. TM04. Und nicht besonders stark die Hornattacke, so. Bisschen traurig. Na gut, dann wechseln wir das Pokémon. Naja, gut. Obwohl, das Horn ist spitz. Ja, gut, kleines spitzes Horn kann dich auch wehtun. Das Pokémon-Training wird so ätzend. Das wird wieder viel Zeit in Anspruch nehmen. Hättest du wohl gern, Blutzug. Tiki hat sich selbst gehauen vor Verwirrung. Okay, wir tauschen. Wollte gar nicht fliehen. Mein Gott, es regnet so langsam.
Oh, ein Ditto. Wobei, was war da oben? Da kann man das Steiger noch lang. Da kommst du, glaube ich, auf die nächste Route, wo auch das Mogelbaum steht. Aber da kommst du auch durch den Park durch. Auf jeden Fall sind da Trainer. Jetzt haben wir den Typ hier mit seinem Vogel-Pokémon auf die Nase. Und dann gehen wir offiziell ins Käfer-Turnier. Ja, mit dem warten wir mal noch. Wieso? Hat er schon über 25 der Trainer? Ich weiß gerade gar nicht. Kann ich dir auch nicht sagen. Okay, 13, das ist noch in Ordnung. Ich melde mich gleich wieder. Ja. Das bringt nichts, ich sehe schon. Dann erstmal eine Runde ins Pokémon Center.
Also im Nationalpark haben wir den ersten Encounter als Sonnenkern gehabt. So, ich bin wieder da. Willkommen zurück. Hier gibt es bestimmt noch einen Trainer da. Komm. Okay, der hat nur Abras bisher. Nee, hat er nicht. Benutzt Blitz, oh nein, wie gefährlich. Ja, es nimmt die Genauigkeit runter. Jetzt nutzt er ein Kadabra. Okay. Auch schaffbar. Da ist der Käferpark. Ja, das Safari-Park. Ja, und du hast auf den falschen Wochentag eingestellt, ne? Glaubbar. Ja, weil dann ist bei dir das Käferturnier ja gar nicht vorhanden. Ja, Sonntag, ja. Ja. Es kommt davon, wenn man das nicht richtig macht. Weil normalerweise könnten wir jetzt nämlich hier Safari-Bälle bekommen. Das kam an Dienstags, Donnerstags und Samstags. So, dann gehe ich jetzt in den Park und guck, was ich mir noch encountern kann hier. Ja gut, die Büsche kann ich mir trotzdem ausnutzen. Schon wieder an so einem Kern. Gott, die Dinger stehen ja auf mich. Weil ich schätze mal, da kommen Käfer-Pokémon raus beim Käferturnier.
Durchaus. Ja gut, da habe ich ja schon Bibor. Das kann ich verkraften. Gucken, was sonst noch rauskommt. Ein Konter 1 ist ein... tot. So, da ist der letzte Encounter und es ist ein Safkon. Das heißt, ich habe zwei davon. Oh, juhu. Das ist Nummer 2. Das war... Das ist ebenfalls ein Hutut. Eine sehr krasse Hornattacke. Ist okay. Das heißt, Nummer 3 ist dann wohl... So, wir haben noch ein Teil des Safkon. Natürlich ebenfalls ein Hutut. Ja, gut. Kann ich mit leben, wenn es halt nur tut das. Ich habe nämlich noch kein Flug-Pokémon. So, ich gehe jetzt aber ins Käferturnier. Mua. Weil wir werden durch deine Falscheinstellung keinen Tag haben, an dem wir gemeinsam irgendwie da reingehen können. Und ich brauche jedes Bonus-Pokémon, das ich mir holen kann. Auf geht's. Das erste ist ein Raupi. Ich habe keinen Bock drauf. Irgendwie trifft das gerade überhaupt keine Attacke. Ist ja witzig. Ein Blutzug. Ja. Ich muss mit dem Hut gut leben. Gut, verkraftbar. Glubschi. Glubschi. Also, das ist momentan ein Blutzug. Dann gucken wir, was wir noch so Schönes finden. Eigentlich wäre ja alles was anderes gut. Smetbo, Bibor, was weiß ich, Sichlor, Pinsir, wäre alles besser. Oder Hornio. Hi. Das hat aber schon ein Level niedriger als das Blutzug. Das nehmen wir nicht mit. Ein Safkon. Level 12. Versuchen wir erst gar nicht. Ein Bibor. Das wäre nice.
So, mal gucken, ob ich noch irgendwas besiegen kann. Cool, wir haben das Bibo erwischt. Dann tauschen wir das gegen das Blutzug. Ein besseres Pokémon werde ich nicht finden. Ja, Bibo ist besser. Weil da drüben kam auch schon das. Und wir geben auf, bevor das Nidoran besiegt wird. Die Gewinner stehen fest. Dritter wurde Kemper Till mit dem Blutzug. Na Gott sei Dank habe ich das nicht behalten. Mit dem Smetbo. Ja, schön. Okay, falls du jetzt bin ich ja wohl ja, weil das Bibo voll geil war. 355 Punkten. Wuhu! Ich habe einen Sonnenschein gewonnen. Besser kann es ja im Käferturnier nicht laufen. Gehst rein und gewinnst das Ding. Du musst das. Gut. Nein. Wir geben dem Bibo keinen Spitznamen. Das machen wir später. Gehen wir zu dem Namensbewerter und fragen ihn dann nochmal. Ah, okay, hier kann ich noch was machen. Er hat einen Tangela, da nutze ich mal am besten das Feuer-Pokémon. So, aber ich werde gleich Ende machen. Ja, es ist auch mein letzter Trainer. Und dann muss ich Pokémon trainieren. Ja, ich werde auch offscreen trainieren müssen, vor allem Traumato. Es wird hart. Hart, 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 hart. Weil ich so viele von Level 6 hochholen muss. Ja, und da ist Mogelbaum, da ist Ende. Wir speichern mal. Ich für meinen Teil bin recht zufrieden. Ja, ich bin nicht ganz glücklich, weil ich das Starter-Pokémon verloren habe, aber das ist momentan auch auf der Box für den Fall, dass ich kein anderes Wasser-Pokémon habe. Oder ein Pokémon, dem ich Surfer beibringen kann, weil sonst komme ich im Spiel partout nicht weiter. Ich schätze mal, ich werde auch noch Probleme bekommen, früher oder später. Na, mal gucken. Wasser-Pokémon zu fangen ist irgendwie schwer, weil ich bei mir kein Fleckmon auftun wollte und mal gucken. Ich muss jetzt sehr viele Pokémon trainieren und zusehen, dass ich die alle, auch die Ersatz-Pokémon hinterherziehe. Damit ich dann am Ende nicht wieder so weitgehend aufpassen muss, dass sie nicht sterben. Das heißt also, alle Pokémon, die ich jetzt besitze, werden trainiert. Und das zieht sich auf Level 28 für jedes Pokémon. Das wird ewig dauern. Aber ist ein Muss, weil Bianca wird bestimmt das eine oder andere töten. Ja, ich denke mal bei mir auch. Tja, wird Bianca unser Ende? Das wissen wir erst in der nächsten Folge. Na ha, ha, ha. Yep. Bis demnächst. Bye bye.